Und damit willkommen zurück zu Star Wars Outlaws. Ja, in der letzten Episode ist es ganz schön abgegangen in diesem Schiffswrack und ein unbekannter Droide hat uns gerettet und wir sollten jetzt zu unserem Schiff kommen. Ist die Frage, ob wir das per Schnellreise machen können. Können wir unseren Gleiter wieder upgraden? Oder machen Sie mal Schnellreise? Könnten wir da mal schnell vorbeigucken bei so einem Händler? Sind wir da gerade beim Schiff? Gut. Wobei. Können wir auch ein Schiffsupgrade machen? Das habe ich ebenfalls lieber. Mechanikerin brauchen. Eine bessere gibt's nicht. Ja, mein Mechaniker ist leider abgehauen. Bewaffnung. Erschütterungsraketen. Upgrades. Ja, verbessern. Nice. Können wir hier noch was machen? Okay. Keine Materialien mehr. Ich hoffe, es gefällt. Das war's. Aber beim anderen Händler können wir noch was machen. Wir bieten Moin. Den komplett. Wie läuft's? Lass mal kicken. Standard-Chassis ist das. Was können wir da machen? Erhöhte Schadenswiderstand. Ah ja. Warum nicht? Bleiben Sie sauber. Man sieht sich. Ja, mal sehen. Also jetzt einfach mal ins Schiff rein. Lass jetzt zu Shada. Sie wird bestimmt jeden Moment kommen. Hast du das gehört, Nix? Kay Vass. Endlich treffen wir uns. Wer bist du? Es war schwer, dich zu retten. Ich möchte dich nicht töten. Hast du einen Namen? Jaylen Vrax. Und du bist ins Lyros Anwesen gelangt? Ohne die hier? Woher hast du die? Das ist mein Job. Geheimnisse, Kontakte, Kredits. Bei mir läuft alles zusammen. Dank Farrek. Das ist wirklich Lyros Anwesen, oder? Mhm. Darin enthalten sind die Pläne eines Tresorraums voll mit 157 Millionen Kredits in unmarkierten Beskar-Waren. Und ich bring dich da rein. Aha. Hast du einen Druidenschmied, der den Torwächter lahmlegt? Genug Sprengstoff, um das Chromium-Zeitschloss zu sprengen? Und noch dazu? Hat Lero nach deinem letzten Besuch alles gesichert. Du brauchst zwei Hacker, um reinzukommen. Reinkommen. Rauskommen ist schwer. Ohne Nix Hilfe wäre ich jetzt tot. Du brauchst einen Vollstrecker. Man braucht eine ganze Crew. Das stimmt. Und die halbe Beute kannst du aufteilen, wie du willst. Dieser Plan ist lebensmüde. Na, du bist doch schon längst tot, Kay. Slero leitet das berüchtigste Syndikat, das ich kenne, und er will deinen Kopf. Du willst leben? Wehr dich. Raub ihm sein Geld und kauf dich frei. Einfach so. Es gibt einen Grund, weshalb man sich nicht gegen jemanden wie Slero wehrt. Überleben. Ganz genau. Ich für meinen Teil kämpfe nicht länger um die Brotkrumen von reichen, überheblichen Tyrannen wie Slero. Das ist unsere Chance. Wir werden ihn erledigen. Gemeinsam. Du magst den Kerl echt nicht. Ich versuche nur, das Blatt zu unseren Gunsten zu wenden, Kay. Was sagst du? Bin dabei. ND5 hat die Liste. Finde die Crew. Heuer sie an. Oh, und fall mir nicht in den Rücken. ND ist programmiert, um das zu verhindern. Du machst das schon. Du glaubst das? Ich glaube, wenn du den Plan befolgst, wird niemand verletzt.
Klasse. Bei so vielen Millionen Kredits, die Hälfte für mich und ich kann es dann aufteilen, wie ich will. Das wird garantiert nicht so laufen. Er wird das dann einkassieren. Und das muss noch irgendwas anderes im Spiel sein. Aber warum sollte er uns das einfach mal so geben? Oder machen lassen? Nee. Das ist, ja. Stell dir die Konfiguration schnell her. Hä? Bist du bereit? Ja, Moment. Module. Wo? Hier? Plasma? Oh. Okay. Zusammensetzen und ausrüsten. Machen wir mal. Okay. So, ich würde mal sagen, wir tun hier weiter upgraden. Sehr geil. Geht hier noch ein bisschen mehr? Was haben wir da? Ein bisschen Genauigkeit. Ah ja, komm. Und das, glaube ich, war's. Perfekt. So. Also, schieß los. Also, was sind hier die Regeln? Wie gehen wir das an? Du hintergehst Jalen nicht und ich knall dich nicht an. Du bist also mein Aufpasser. Wenn du es so nennen willst, schön. Sliro ist hinter dir her. Da kannst du Schutz gebrauchen. Was ist Sliros Problem? Er hat ein ganzes Syndikat. Was schert ihn ein gestohlenes Schiff? Du bist bei ihm eingebrochen in seinen Tresorraum und du hast sein Schiff gestohlen. Sliro will, dass du und deine Auftraggeber verschwinden. Für immer. Mit meiner Hilfe lebst du vielleicht lang genug, um den Auftrag dieses Mal abzuschließen. Aha. Dann, komm mir nicht in die Quere, ja? Also, los jetzt. Na schön. Wann immer du bereit bist, Kay Vess. Erstmal irgendwie sympathisch. Ja, Info? Oder heißt jetzt effektiv los hier? Ich glaube, es heißt los. Gut, starten. Verschwinden wir von hier. Das heißt, wir sind mit... Oh, ja, dieser Nav-Computer löst das Problem. Kannst du für mich einbauen? Na, kaum möglich, ohne ihn eine Crew zu rekrutieren. Ach ja, die Crew. Ich kenne einen Droidenschmied auf Akiva. Woher bekommen wir den Rest? Jalen hat eine Liste mit Kontakten dagelassen. Ich habe ihre Koordinaten berechnet. Wenn du deinen eigenen Droidenschmied rekrutieren willst, sag ich ihm das. Ansonsten gibt's da noch einen Schläger, den wir auf Tatooine anheuern können. Und eine Tresorknackerin auf Kijimi. Da würde ich anfangen. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Also wenn wir selber einen kennen, würde ich dir vermutlich eher vertrauen. Ja, jetzt ist die Frage, wo genau hin? Gehen wir ganz kurz Journal. Der Druidenschmied. Kann man sagen, Kiva reisen, um ihren frühen Partner gedeckt zu finden. Ich würde sagen. Also Tatooine würde mich jetzt gerade irgendwie am meisten reizen. Aber wir gehen auch Akiva. Folgen. Okay. So, wie war das nochmal? X. Akiva Orbit. Auswählen. Gebe die Koordinaten für den Hyperantrieb ein. Zeit zum Sprung. Nice. Okay.
Kay Vess arbeitet nicht allein. Vor der Gründung von Zerik Besh hat meine Familie Schiffe gebaut. Wusstest du das? Nicht wirklich. Dieses Modell, die EML 850, sie ist unauffällig, praktisch unzerstörbar. Perfekt für die Unterwelt. Aber auch sehr teuer. Allein die Durastahlpanzerung kostet ein Vermögen. Da war ein BX-Kommando. Andere Schiffe konnten dieselbe Aufgabe viel günstiger erledigen. Ich brauche nur mehr Zeit. Ich nahm dich, weil du eine der besten Jägerinnen im Outer Rim bist. Aber wenn ich dir sage, jemand brach bei mir ein und stahl eine der letzten EML 850 der Galaxis, dann glaubst du, sie arbeitet allein? Weißt du, was aus diesen Schiffen wurde? Zerstört. Umgebaut. Verschrottet. Verstehst du? Ich finde sie. Ich brauche nur... Der ist ganz schön pisst. Oh, krass. Akiva ist ein guter Ort, um erste Erfahrungen zu sammeln. Ich spreche mal mit meinen Kontakten. Vielleicht hat jemand Arbeit für dich. Ich schließe meine eigenen Kontakte. Wie du meinst. Das ist ein Fragezeichen. Können wir da mal hinfliegen? Unentdeckter Ort. Gehen wir mal auf Maximum Speed. Sieht irgendwie aus, als jetzt hier im Mond zerlegt. Bitte lass es nicht in Gefecht enden. Links oben ist gerade was aufgetaucht. Imperiales Territorium, mal kurz zu kennen. Was? Ernsthaft? Gut, dann gehen wir halt wieder. Andererseits. Red ich mal bitte schneller. Ach da unten. Ah, nicht, dass jetzt hier dann auch noch Kriegsschiffe auftauchen. Scheiße. Nein, 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 nein. Nice. So, komme ich jetzt da irgendwie in das Wack rein? Scheiße, dies wird immer mehr. Ich glaube, ich habe ja ab. Nö, 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 nö. Ach, nicht mal. Ja, das bestimmt nicht so schnell wie ich. Oh ja. Landen. Bin ich jetzt mal gespannt. Ich erwarte was Tropisches. Akiva. Im Dschungel dort verwirkt sich eine Menge. Schmuggel, Wildtierhandel, Rebellenaktivität. Sind das nicht deine Freunde, Kay? Sicher. Und nach unserer Aktion auf Kanto schulde ich ihnen was. Ah.
Wir verwenden alle Sarkasmus. Ausgezeichnet. Wir brauchen einen fähigen Droidenschmied, um am Torwächter vorbeizukommen. Wenn du meinst, das ist Gedeek, glaube ich dir. Glaub mir tut er nicht. Was weiß denn ein Kleinkrimineller von Kanto über Droiden? Oh, er weiß alle möglichen Dinge. Etwa, wie man unbemerkt einen Hemmbolzen entfernt. Er hat diesen Stift, der Protokolle löschen kann. Wenn du weiterredest, muss ich dich leider erschießen. Und Kay, ich brauche keine Hilfe. Ich bin nicht kaputt. Bis später. In Ordnung. Achtung, Achtung! Eine flüchtige Person ist mit einem Fahrzeug auf dem Planeten gelandet. Die kriminelle Kay Vess muss bei jeder Sichtung sofort gemeldet werden. Really? Was ist das? Erlangen? ND5, was ist das? Ein Peilsender. Der gehörte wohl mal Jet Cordo, dem ehemaligen Besitzer der Bahnbrecher. Ha, ich dachte, die Bahnbrecher hat Sliro gehört. Du bist nicht die Erste, die dieses Schiff klaut. Hier, da ist eine Holodisk drin. Sieh sie dir an. Hallo, hier spricht Jet Cordo. Es ist bald Zeit für den Auftrag, aber erst müssen wir Vorkehrungen treffen. Das Ding in deinen Händen ist ein Peilsender. Mitglieder der Handelsliga, wie meine Wenigkeit, nutzen sie, um Tresore für ihre Schmuggelware zu finden. Aber ich habe ein paar dieser Tresore vom Netz genommen. Niemand außer uns wird sie je finden. Verlier bloß den Peilsender und die Disks nicht. Wir wollen schließlich nicht, dass jemand anderes sie findet und sich unsere Beute krallt. Ich habe gesprochen. Huch, die ist ausgegangen. Sieht aus, als wäre diese Holodisk auf Toshara kalibriert. Du musst dort das Gerät aktivieren. Es sollte dich zu Jets Tresorraum führen. Hm, na dann. Klingt ja nicht so schwer. Mal sehen, was Jet zurückgelassen hat. Es klingt ein bisschen zu einfach. Ah, okay. Suche abgebrochen. Nice. Das ist eine Kantine, die einem örtlichen Gangster namens Surat Nuat gehört. Wenn dein Droidenschmied so gut ist, wie du sagst, dann kennt Surat ihn. Kannst du mir sonst noch was über den Kerl erzählen? Surat ist ein Schmuggler. Er nutzt die Katakomben unter der Stadt, um seine Ware zu transportieren. Okay. Er ist ein Psychopath und hat angeblich einen Streit mit den Pikes in Myra angefangen. Oh, danke, das hilft. Wenn du Surat getroffen hast, denkst du mir nicht mehr. Sieht halt schon ziemlich geil aus hier. Und natürlich überall Imperium. Irgendwo noch da hinten oben müssen wir. Soren Gotto. Alter. Ich bin sie. 19. In welchem genau. Bereich wollen Sie sich denn bewerben? Ich habe bei der Baumschule meiner Mutter geholfen. Kennt alle Pflanzen auf Akiva. Weiß, wie man Samen aufzieht ja, und... ungelernte Arbeit. Nächster. Really? Moment, geht das Gespräch jetzt entsprechend weiter? Okay. Das ist jetzt ein bisschen lame. Nice. Ah, da oben gibt's Blaster-Upgrades. Können wir da mal lang gehen? Crimson Dawn, gut. Da ist mein Ruf wohl zu schlecht. Und ich kann nicht verstehen, warum. Ich habe erstklassige Angebote für jemanden wie dich. Du, ich habe momentan nichts mehr. Du schuldest Steuern, Bürger. Ich schulde dir gar nichts. Du bezahlst die Satraps und sie bezahlen uns. Kapierst du das? Aber meine Charasat geht nicht auf, ehe der Monsun nicht vorbei ist. Keine Sorge, das Imperium sorgt für dich. Ja, wir haben ein schnuckeliges Gefängnisschiff im Orbit. Da gibt's keinen Char. Na schön. Ich kann das Geld beschaffen. Ich schwöre es. Sehr freundlich. Moment. Okay. Ein Screenshot. Dankeschön. Sehr geil gestaltet.
ND5. Hier sind eine Menge Imps. Sorg dich eher um die Gefahren, die du nicht siehst. Die Syndikate kämpfen um die Kontrolle über den illegalen Markt auf Arkiva. Es geht um viel Geld. Sei vorsichtig, Kay. Ignoriere ich konnte sie einfach nix. Wie geil. Ah, hier. Bisschen dunkel hier. Sieh da. Ja. Rekrutierung in der Kantine. Interessante Entscheidung. Das Imperium sieht überall Potenzial. Nehmen Sie mich zum Beispiel. Ich stamme aus einem üblen Dreckskaff. Konnte nicht mal meinen eigenen Namen schreiben. Und das haben Sie dann gelernt? Jetzt habe ich eine wichtige Rolle. Bewirke etwas. Noch können Sie sich einschreiben, bevor wir die Rekrutierung für diese Saison beenden. Die beste Gelegenheit. Nö. Ach ja? Und von welcher Gelegenheit genau reden wir hier? Beim Imperium haben Sie die Chance, wirklich etwas zu bewirken. Die Galaxis zu verändern. Nö, danke. Und mich in einer Kantina von allen ignorieren zu lassen? Klar. Ich denk drüber nach. Ein vom Imperium gesponsertes Rennen? Dann können Sie auch gleich Ihren Jockey zum Sieger erklären. Da ist etwas faul. Also wir werden garantiert wieder Hinweise kriegen, wer am besten ist. Moin. Aber auch sagen, nette Musik. Die Kantine gefällt mir. Einsehen. Wenn du wegen des Sabak-Turniers hier bist, kommst du zu spät. Was? Nein, ich muss deinen Boss sprechen. Nur zu. Surat ist gerade hinten. Danke. Wird hier viel Sabak gespielt? Es sind ein paar Profis in der Stadt und jeder in Myra will es mit ihnen aufnehmen. Gut zu wissen. Ja, ich muss jetzt aber nicht unbedingt ein Tournament haben. Da? Ich werde gleich Surat treffen, aber ich muss ihm irgendwas anbieten. Warum bietest du ihm nicht Gewürze im Austausch für Informationen zu deinem Freund? Oh, ja, das könnte klappen. Betrachte es als Investition und pass auf dich auf. Woher soll ich jetzt Gewürze haben? Oh, was ist das? Vermittler. Aufträge verwalten. Interessant. Ach, das wäre jetzt aber wieder auf der anderen Welt. Okay. Nö, das will ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Jetzt sind wir ja gerade hier angekommen. Okay. Ich habe schon schlimmere Küchen gesehen. Sehr interessante Gerichte. Das Alcazar. Oh, Sammelgegenstand. Ja, ich nehme das nochmal zurück mit der Küche. Das muss hier sauber sein. Sieht ja furchtbar aus. Wow. Und da liegt das ganze... Holy shit. Okay. Hey, ich muss noch schnell zu Surat. Klar. Viel Glück. Okay. Oh, Griff. Wer ist das? Jemand, der mich hintergangen hat. Und jetzt raus. Warte, ich habe etwas, das dich sehr reich machen könnte. Ich brauche nur ein paar Informationen. Welche Art Informationen? Ich suche einen Rodianer namens Gedeek. Ich brauche nur einen Ort. Sprich weiter. Ich habe 2 Lieferungen Sansana-Gewürz. Sie gehören dir, wenn du mir sagen kannst, wo Gedeek ist. Verstehe. Abgemacht. Du findest einen Rodianer in einer imperialen Forschungsstation, falls das Huttenkartell ihn nicht schon eliminiert hat. Was?
Wieso? Was hat er getan? Frag ihn doch, falls du zuerst ankommst. Es ist mein Bruder. Was? Der Mann in dem Tisch. Er hat mir ein Auge genommen. Also habe ich ihm alles genommen. Ah, ja. Ich sehe die Ähnlichkeit. Ganz schön hart, ich meine, seinen Bruder da im Tisch drin zu lassen. Krass. Okay. So, und wann habe ich die Gewürze geklaut? Naja, was soll's. Ah, wir dürfen mal wieder in der imperiale Basis eindringen. Das wird super hey, laufen. Andy 5, Jalen? Ich habe einen Tipp zu Gedeek bekommen. Er arbeitet in einer imperialen Forschungsstation. Ein Imperialer? Dann lassen wir das lieber. Gedeek hatte keine Wahl. Es hieß Dienen oder Gefängnis. Sollten wir sonst noch was wissen? Er hat sich ein paar Feinde auf Akiva gemacht, aber darum kümmere ich mich. Mach das, Kay. Das alles hat mich schon genug gekostet. Okay. Nur für die Akten. Das ist eine schreckliche Idee. Ja, schauen wir uns mal ganz kurz die Karte an. Ah, ist doch noch ein bisschen größer hier. Das ist der Raumhafen von unten und da geht's dann raus. Da haben wir eine Schmugglerin. Schneider, Händler. Oh, das ist ein bisschen größer hier. Wo ist die imperiale Basis? Oh, ja, sag mal, wie weit ist denn die weg? Holy. Okay. Ja, das könnte ein bisschen dauern. 5 Kilometer. Ja. Das sah jetzt auf der Karte ein bisschen weiter aus. Ausgang. Hast du mich ein... Huttenviertel. Kurz mal Karte gucken. Nee, halt. Da will ich per se jetzt eigentlich nicht rein. Wir gehen nochmal retour. Aber good to know. Irgendwas riecht hier lecker. Ja, warum nicht? Oh, ein Curado-Obstteller, bitte. Geduld, Kumpel. Oh, ist das nur eine? Was? F und H? Lass uns essen. Wow. Okay. Ach ja schon. Ach so. Schnapp sie dir nix. Hä? Das ist jetzt irgendwie süß. Hey, da ist noch eine. Na komm, hol sie dir. Ah, oh, shit. Na komm. IMK? Ah. Nein, du. Mit der Pfote. Eher du?
süß. Ja, genau so. Dann legen wir mal los. Oh, das zieht sich ja ganz schön lang. Kriege ich dafür eine Belohnung dann? Magst du lieber die Corrado oder die Kapuppi fliegen? Alter, was ist denn das für eine Auswahl? Ist ja nicht mehr in der Nähe. Das ist lecker. Okay, aber ich scheine es bis jetzt hinzukriegen. Ach, die Kapuppi-Fliegen habe ich nicht erwartet, aber das war gut. Dankeschön. Ja, cooles kleines Ding. Neue Fähigkeit freigeschaltet. B. Freischalten. Es gibt optische und akustische Tipps. Nice. Sehr gut. Oh, ja, hab's gesehen. Was haben wir hier? Da brauchen wir noch das Robo-Maleder. Okay. Hier noch was Neues? Nee. Das wäre halt nur das da, da unten. Der Profizocker. Irgendwo im Mittag gibt es einen Sabak-Spielzeug mit hohen Einsätzen. Und dann kriegen wir von ihnen noch Specials. Ja, das machen wir jetzt aber nicht jetzt. Gut. Wo ist der Ausgang? Ach, das zählt als Schatz. Laufe ich jetzt da richtig? Ja, ich glaube ja. Wieso sind es jetzt plötzlich 500? Höhere Steuer. Entweder ich gebe die weiter oder ich gehe pleite. Hm. Moin. Die sieht auch geil aus. So, und das dürfte jetzt endlich draußen sein. Gut. Hör mal her. Ich habe so viele Ersatzteile, ich könnte einen ganzen Gleiter. Ich würde jetzt einfach mal der Straße hier entlang gehen. Ah, Imperium. Ja, doch, dies. Entschuldigung. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Was ist da? Du willst diesen Echsenaffen folgen, Nix? Hä? Wo hast du die gesehen? Achso, da oben. Schatz? Na gut, dann zeig mal, wo es lang geht. Hm. Hier rein. Warum habe ich das Gefühl, dass das ein Hinterhalt wird? Immer mit der Ruhe, Nix. Sonst passiert dir noch was. Der ist total aufgeregt. Na? Ach, da lang. Okay. War nicht falsch, so wie es aussieht. Oh, ich sehe rein gar nichts. Schon gut, ich höre dich. Ich komme ja. Vor allem, wir haben hier Sachen zum Verstecken. Machen wir mal kurz einen Scan. Geht nicht. Hi. Wo bist du? Ah, da geht's weiter.
Nix, wo muss ich hin? Ja, jetzt? Ach, da hinten. Und... Ah, okay, da geht's weiter. Also, kleiner Mann, das muss ich aber... Endlich. Kein hohes Gras mehr, okay? Wenn wir zurück sind, muss ich dich nach Ungeziefer absuchen. Sag mal nichts, wie weit ist es? Schöne Aussicht. Was ist das da hinten? Kommt man da hin? Mal kurz schauen. Ja, das ist vermutlich das Ding da. Okay. So, lass mal gucken. Lass mal sehen, was wir hier haben. Was ist es? Altes Geld. Oh, ich dachte vielleicht ein Update oder sowas. Ja, da hinten ist die Straße wieder. Nice. Oh. Imperium lässt grüßen. Zeit zu verschwinden, nix. So. Fahrtechnisch. Wir schauen... Wissen, dass er noch. Warte mal, die Basis ist da oben. Wir müssen bei den Dudes vorbei und da die Straße so drauf. Okay. Ciao. Ja, allerdings. Dann zeigen wir mal, wie leise wir sein können. Was machst du? Wo steigen die jetzt aus? Hier. Ich wette, die merken nicht mal, wenn ein Teil dieser Vorräte fehlt. Was war das denn? Pass auf! Wenn das mal gut geht. Die lassen nicht locker. Fuck. Okay. Oh, meine Glückssträhne hält an. Die neuen Upgrades sind ja mal mega. So, was haben wir hier Gutes? Nice. Boah, das war jetzt immer ziemlich easy. Okay, noch mehr. Da. Nice. Da läuft ein bisschen was rum. Und das haben wir hier noch, das Explosiv-Ding. Oh, das Schiff kann man nicht rein. Und ich dachte mir noch, dass hier irgendwas ist, weil auf der Karte... War das einfach mal so ein leerer Fleck? Ah, na, da oben ist der leere Fleck. Ich dachte, wir wären schon da oben. Na gut. Sidney, Abmarsch. Bist du bereit?
wir ziemlich gute Beute gemacht. Was denkst du? Und da hinten wird das nächste Schlüsselelement. Ich glaube, jetzt fahre ich mal ein bisschen weiter. Ich will auch noch mal ankommen. Oh, no. Die sind feindlich. Oh nein, es leckt wieder. Hallo Basis, tschüss Basis. Das muss ein riesiges Team gewesen sein da. Oh, warte mal, das sah jetzt aber ehrlich gesagt nicht so uninteressant aus da hinten. Ist das hier? Da hat irgendwas so komisches geleuchtet da hinten. War nicht da? Ich dachte, ich kann irgendwie an die Wand da ran. Bitte lass den Savepunkt gerade kurz davor. Güte. Hä? Wo bin ich? Wo bin ich? Erstmal moin. Auto holen. Gut festhalten. Wo bin ich? Och nö. Verschlafener Hain. Folgen. Das ist das, wo wir vorher gewesen sind. Jetzt kann ich da wieder hingurken. Okay. Das heißt, dieses Mal... Ja, gut. Einfach drauf losdüsen. Ja, nee. Muss dir nutzen, ist irgendwie echt meh. Ich dachte halt, ich kann da halt einfach drüber düsen. Wo bin ich denn jetzt da? Gut. Und tschüss. Jetzt hat er schon wieder das nächste Fragezeichen hier. Es gibt so viel zu entdecken. Das ist der einzige rote Baum auf dem Planeten. Warum nur? Hey, die Fünf. Surat meinte, dass Gedeek Probleme mit den Hutten auf Akiva haben könnte. Hast du eine Ahnung, warum? Man hört viel darüber, dass das Imperium gegen die Syndikate vorgeht. Vielleicht hat dein Freund damit zu tun. Ah, da haben wir ja deine Basis wieder. Wo war ich? Das klingt aber gar nicht nachgedacht. Okay, das Imperium verändert Organische. Vergiss das nicht. Was ist denn das für ein Ausdruck? Uns auch einfach sagen können, wenn das Menschen oder Leute. So, ich wollte jetzt aber da eigentlich in diesen einen Schrein da rein. Ach, Leute! Ja, und es leckt mal wieder. Geil. Fand's jetzt nicht so geil. Sag mal, Kay, hat dein Druidenschmied Erfahrung mit TT-8L-Torwächtern? Klar, ich meine, ein Druide ist ein Druide, oder? Kaum. Die Y7-Modelle sind bekanntermaßen launisch. Ja, das habe ich mitbekommen. Gedeek kam schon immer gut mit Druiden zurecht. Er mag sie vermutlich mehr als Menschen. Da ist was dran. Hier. Okay, schau mal kurz auf der Karte. Ich habe da keine Markierung, obwohl da hinten irgendwas reingeht. Bin viel weiter weg, als ich dachte. Gut, dann gehe ich doch nicht da rein. Dann gehen wir hier die Straße noch weiter bis zur Basis.
Wobei, wisst ihr was, das machen wir nicht mehr in dieser Episode. Wir sind schon wieder bei 45 Minuten. In der nächsten Episode, oder bis zur nächsten Episode, werde ich mal kurz in die Nähe von der Basis da hingehen und dann machen wir da weiter. Da werden wir natürlich nicht einfach so reinspazieren können, glaube ich. Aber ich freue mich schon auf diese neue Welt. Sieht schon mal sehr geil aus und es gibt einiges wieder zum Entdecken. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch einen Daumen nach oben da und dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.